Und liebe Genossinnen und Genossen, wenn selbst die CDU inzwischen über Mindestlöhne diskutiert, dann steht uns eine Debatte über das Grundeinkommen nicht schlecht zu Gesicht, sondern sie zeugt von einer lebendigen Partei, die sich in, an und mit der Gesellschaft weiterentwickelt. Und das ist eine Partei, wie ich sie mir wünsche. Liebe Genossinnen und Genossen, als Linke in Sachsen und als stärkste Oppositionskraft ist es unsere Aufgabe, auch und gerade vor dem Hintergrund der demografischen Entwicklung, der weiteren Verlagerung von Lebensrisiken aus der gesellschaftlichen Solidarität in die individuelle Verantwortung, klare sozial- und gesellschaftspolitische Konzepte entgegenzusetzen, damit Sachsen eben nicht das Musterland des Sozialabbaus wird, wie von uns oft kritisiert, sondern damit Sachsen im positiven Sinne Beispiel geben wird für die Bundesrepublik als vorsorgender demokratischer Sozialstaat. Und der demografische Wandel ist in Sachsen jedoch aus unserer Sicht nur erfolgreich zu bewältigen, wenn er gleichzeitig als sozialökologischer Wandel verstanden und gestaltet wird. Und das ist ein wesentliches Merkmal unserer Leitlinien. Da sind wir, liebe Genossen und Genossen, gegenwärtig in einer Vordenkerposition, weil wir sagen, beides, sozialpolitisches Handeln und eine ökologische Neuausrichtung unserer Gesellschaft geht nur Hand in Hand, damit eben die gesellschaftliche Teilhabe und ein gesundes Leben für jede und jeden ermöglicht wird. Und hier, liebe Genossen und Genossen, hier ist jeder Mandatsträger und jede Mandatsträgerin unserer Partei gefordert. Denn sozialökologisch gerechte Politik fängt auf der kommunalen Ebene an. Bei der Stadtentwicklung und in der Wohnungspolitik, in der Verkehrspolitik und insbesondere bei den Fragen der Energieversorgung. Und wir wollen deshalb ganz bewusst neue Modelle einer unbürokratischen und stigmatisierungsfreien Sicherung des Energiebedarfs einkommensarmer Haushalte und bei der Nutzung des öffentlichen Personennahverkehrs. Ihr wisst, gerade für Hartz-IV-Haushalte ist die Zahlung des Stroms zunehmend ein Problem und es gibt, zumindest weiß ich das aus Dresden, immer wieder Haushalte, die dann den Strom abgeklemmt bekommen. Und welche Folgen dann daraus für die ganze Familie entsteht, das könnt ihr euch vorstellen. Und ich sage auch, die Einführung von Energiesozialtarifen und Sozialtickets für den öffentlichen Personennahverkehr stellen dabei nur einen ersten Schritt unserer sozialökologischen Neuorientierung dar. Liebe Genossinnen und Genossen, zum demokratischen Sozialstaat gehört aus unserer Sicht auch die kulturelle Teilhabe. Und zum Kulturabschnitt im Leitlinienentwurf erlaube ich mir als Kulturpolitikerin einige persönliche Anmerkungen. Ich finde, dieser Abschnitt ist erstens zu resignativ und zweitens zu staatstragend formuliert. Kulturförderung heißt eben nicht, nur Geld für Einrichtungen und Projekte auszugeben und selbst mit viel Geld für Kultur folgt daraus nicht zwangsläufig eine gerechte Teilhabe für jeden und jeden. Denn kulturelle Teilhabe ist eben nicht nur eine Frage des Konsumierens und eine Frage von Ermäßigung für Einkommensschwache, sondern kulturelle Teilhabe ist auch eine Frage des Produzierens und der bewussten Auseinandersetzung des Menschen mit seinem Umfeld und damit letztendlich des zivilgesellschaftlichen Engagements im Gemeinwesen. Und es stimmt, wir haben in Sachsen eine vielfältige und traditionsreiche Kulturlandschaft. Aber wir müssen gerade als Linke darauf achten, wohin das Geld für Kultur fließt, in welche Einrichtungen und in welche Sparten. Denn die Politik der Förderung kultureller Leuchttürme, die außerhalb Sachsens repräsentabel für den Ministerpräsidenten ist, ist leider Realität. Und wer sich an die Debatte um die Landesbühnen in den letzten Monaten erinnern kann, der darf dabei nicht vergessen, dass wir sehr wohl Geld für Opernhäuser zur Verfügung stellen, aber in dem Fall für die Staatsoper in Dresden und woanders ziehen wir das Geld ab bei der Kulturförderung im ländlichen Raum. Und es darf uns also nicht genügen, dass, wie es im Leitlinienentwurf noch formuliert ist, es keine weitere Vernachlässigung der Region außerhalb der Großstädte geben darf. Das ist zu passiv, liebe Genossinnen und Genossen. Es muss uns als Linke darum gehen, dass Kulturpolitik eine Anregungsfunktion für soziale Teilhabe und für kulturelle Mitwirkung in allen Regionen haben muss. Es geht schlicht um eine Ermöglichungshaltung und das Nachdenken über neue Formen kultureller Beteiligung. Und wenn die Menschen in Sachsen älter werden und weniger werden, wenn es deutlich weniger Kinder im ländlichen Raum gibt, dann müssen wir darüber reden, wie es in Zukunft möglich ist, für die verschiedenen Generationen mit unterschiedlichen Bedürfnissen Angebote der Rezeption und der Produktion zu machen. Darauf hat die Staatsregierung bisher keine Antwort.
sondern sie schiebt die Verantwortung der kommunalen Ebene zu. Doch wir können und müssen eigene Ideen entwickeln. Dazu, liebe Genossinnen und Genossen, möchte ich euch herzlich einladen. Lasst uns in den nächsten Monaten diskutieren und argumentieren. Lasst uns fair und sachlich streiten um die besten Konzepte für eine bessere Welt, für ein sozial-ökologisches Sachsen. Denn schließlich, liebe Genossinnen und Genossen, sind es die Verhältnisse, die wir ändern müssen. Vielen Dank.